Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest mit dem Smitty und dem Weide und dem Papio. Hallo. Weiter geht's auf der Suche nach den Pistolenteilen. Hier müssen wir, glaube ich, lang, ne? Ich weiß nicht. Du hast die Karte in der Hand und läufst im Kreis. Ja, hier oben lang. Wo ist denn... Okay. Ich hoffe, wir vertun uns ja nicht brutalerweise. Wenn ich das erste und nicht das letzte mache. Nee, hier ist ein See. Hier ist, ja, hier müsste es. Da sind die Gänse auch. Ja, genau. Und hier irgendwo muss es sein. Da ist doch schon einer bei dir. Hinter dir war. Wer denn her? Wenn der tot ist, dann will ich den mal mit meiner Axt anzünden, wenn es geht. Da sind doch die Gänse. Ich möchte mal so gerne eine haben, ey. Hier Gänse. Dort einer auf dem See gelandet, da kommt noch einer angeflogen. Da ist ein ganzer Schwarm, der landet jetzt auf dem See. Und wie funktioniert das nicht? Aber die kann man nicht einsammeln, ne? Ich kann die nicht anzünden, die Jungs. Solltest du denn können? Mit der Axt eigentlich müsste ich die anzünden. Ich glaube auch nur, wenn die leben, oder? Ich glaube nicht, dass du die Leichen damit verbrennen kannst. Doch. Ja? Also. So, also bei dem See sind wir jetzt. Und da soll irgendwo was zum Aufsprengen sein, ja? Bei den Klippen, glaube ich, irgendwas, ja. Da hinten. Also hinten. Oder vorne. Dahinter. Kleine Distanz von den Klippen irgendwo. Könnte natürlich auch, keine Ahnung, was dahinter ist, ne? Weil aus welcher Sicht man sieht. Müssen wir halt mal um den See rum ein bisschen absuchen hier. Mal in die andere Richtung gegangen. Wird doch auch gleich schon wieder dunkel hier. Jo. Dachte, hier sieht's so aus, aber ne. Sind so ein paar, ja. Ah, das ist ja interessant, was wir hier haben. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Weg, wo ich nicht hochkomme. So. So, hier unten ist nix. Ich hab's. Ehrlich? Ich bin da schon wieder dran vorbeigerannt. Sorry. Oh ja. Jetzt renne ich hoch und voll ins Dynamit rein. Ja, komm gleich. Wow. Hat mal ein Baum mitgefällt hier. Oh, ist er reingefallen. Mehrere Bäume. Bin zufrieden. Ja, jo. So, das war jetzt. Ja, war das. Aber vier noch nicht hatten. Habe ich nämlich vier. Okay. Teil Nummer 4. Müssen wir noch in die Schneeberge. Irgendwo da gibt's noch eins. Ja. Und dann nochmal auf dem Weg nach Hause quasi beim Kannibalendorf. Dann haben wir's schon, wa? Dann haben wir's schon. Na gut, was heißt schon Schneeberge? Auch ein ziemlich weitläufiger Begriff. No area, ja. Muss erstmal hier aus dem Wald raus, sonst weiß ich gar nicht wohin. Also hier ist falsch. Hier ist Wasser. Ja. Sieht nicht dann aus wie Schnee. Hier lang. Im Dunkeln durch den Wald. Ich bin noch am Strand lang laufen, wenn der es besser gefällt. Ja, nicht viel, immer. Und die Krokodile. Oh, Schneeberge. Sehr gut. Müssen wir da wieder rüber schwimmen?
Haie, Krokodile, Mutanten. Jeder Ecke will ich was. Jeder Ecke will hier was umbringen. Soll man Soda trinken? Ich bin ja da und erschöpft. Kannst auch Musik hören. Aber wollen ja nicht gleich übertreiben. Zisch ich mir lieber schnell eine Dose rein. Komm, da hinten ist kürzer. Das Wasser. Trau dem Frieden hier nicht. Ziemlich weit. Bitte, glaube ich, erst da rechts. Nein, der ist ein Mutant. Vor euch. Am Strand, oder was? Ja. Ach, ihr schwimmt durchs Wasser, oder wie? Na klar. Ah, oh, herrlich. Hält schön mein Feuerzeug in die Luft und mit einem Arm schwimme ich. Oh, mei. Wieder weiter, wie ich sehe. Ja, obwohl man sich das mit dem Feuerzeug auch sparen kann, irgendwie. Besonders viel. Hier ist eine kleine Lichtquelle auf meinem Bildschirm. Alter Schwede, ist das ein strammer Marsch, hätte ich bald gesagt. Was geht doch? Strammer Schwimmen. Strammer Schwimmen. Ist er da schon angekommen? Na klar. Ist mir die ja. Oh, mir wird auch langsam kalt. Er schietet doch, ey. Kennst du doch. Ja, mir ist auch ganz schön frisch. Ja, Kirche. Okay. Ja, natürlich. Oder Knurrbär. Gibt's da schon wieder Knochen gratis? Komm ich geschwommen. Gibt's schon wieder Knochen gratis? Einfach. Also, oh, zwei Stück schon platt gemacht, okay. Oh, ist noch höch, höch, sag bloß, ich komme ins nächste Gemetzel hier. Ja. Ja. Der Katana-Meister. Macht hier schon mal den Strand klar. So, kalt ist. Buschen wir uns mal ein bisschen ans Feuer und die brennenden Mutanten hier. Dann wird es doch schnell wieder warm. So, ist ja noch ein Stück hin bis zu den Schneebergen. Hier, Geier. Wie die Geier hier. Dann stehen ja. Sie und raffen. Ne, da geht's doch, wer als erstes E drückt, der kriegt doch mal Knochen ab. Wie sieht's denn bei euch aus mit der Rüstung? Also ich hätte auch noch ein bisschen Knochenrüstung auf Vorrat. Ach so. Ach ja, guck mal einer an. Ich dann was. Falls einer mit blankem Arsch da steht. Nö, nö. Ist genau, hab noch eine Mutanten, dann ein bisschen Lederhaut und dann viermal Knochenhaut. Ich bin gerade voll, was das betrifft, am Rand. Aha. Jetzt mit dir also. Ja, ich habe mir ein paar Krokodile gejagt, Entschuldigung. Krokodile. Ja. Ich, also wenn wir es schaffen, uns jeder einen Satz Rüstung mal auf den Ständer zu hängen im Lager, also auf den Rüstungsständer, dann schlecht formuliert, vergiss es, wäre das gar nicht so verkehrt, ne? Wenn wir dann wirklich mal auf eine gefährlichere Tour gehen, ein bisschen was da ist, wenn du gerade nichts auf Tasche hast. Aber so dicker ist es ja meistens auch nicht über hier. Zwei Minuten hinter jedem Stein irgendwas lauert. Hier müsste irgendwo auch ein See sein, oder? Wo das. Stand da was von einem See? Nee, ein See ja nicht so. Ach so. Muss ja wirklich, also es war wirklich Schneegebiet, ne? Also. Ach, mittendrin? Muss ich gleich meine. Hm.
Oh. Hier auf einmal ein Reh gespawnt ist, direkt vor meiner Nase. Oder ich hab's einfach nicht gesehen, kann auch sein. Oh, Tücher. Auch eins. Hinten rechts auf einer Seite sind Kannibalen. Boah, wie kann das denn passieren? Jetzt haben sie euch entdeckt. Ich habe extra einen Tennisball hingeworfen. Willst du mich angreifen? Fällt es mir. Sicht. Und der Chef. Oh. Habe ich mir hier mal die Wärmerüstung. Und warte. Hier klopft einer ans Kreuz. Also im Schneegebiet muss irgendwo ein See sein und da in der Nähe gibt's das auf jeden Fall. Okay, dann ist das das. Und du kannst uns abhauen. Nee, so leicht lässt er sich nicht abschütteln. Das. Da hinten kommt noch einer durchs Wasser gelaufen. Das ist erstmal ein getrockneten Hasen. Und ich esse hier Pilze. Boah. Und zwar weiß ich da, glaube ich, wo es ist. Kannst du dir einen Sinn, wo wir mit dem Floß ganz in den Norden gefahren sind? Zu dieser. Ja, zu diesen merkwürdigen Steinen, die so ein bisschen wie Säulen aussahen? Also. Ja. Da muss es sein. Da ist ein See, oder was? Ja. Dann müssten wir noch nach Westen drüber quasi, ne? Nach links. Jo. Oh, hier ist ein Fetter. Oh, wollen wir den wegfahren? Kann stampfen. Stampfi. Jo. Und den machen wir aber mal hier. Benjamin, du lieber Elefant. Wo kriegt der denn rum? Hier oben ist er. Komm her. Wow, wow, wow. Hier ist ein See. Hier ist auch ein See. Ich komme nicht hoch. Wasserbecken. Das gibt's ja gar nicht. Komm hier nicht hoch. Danke. Boah! Hat er dich aber ganz schön umgerissen, wa? Scheiße, Mist. Was ist da hin? Und der Smitty geiert schon. Alter, das ist nochmal ein Pfeil, steckt da noch drin in der Haut, die ihr da schon runterreißt. Ja, ist das ein See oder ist das einfach nur ein Wasserteich hier? So ein Schneekaninchen habe ich noch nicht geschossen. Ja, stimmt, da hinten an der Rand sind die Felsen, die du meintest. Ja. Ja, irgendwo hier muss dann wohl, in der Gegend muss es sein. Kommt ihr oder macht ihr Pause? Was da runter zu dir? So weit unten, meinst du das? Also... Das ist sogar noch kurz vorm Schneegebiet. Das Schneegebiet ist da nur ein ganz schmaler Streifen da am Ende. Weißt du was? Aber das haben wir doch schon, was da hinten. Ja, ehrlich? Da waren wir doch schon. Da waren wir kurz vorm Schneegebiet, meinst du das, ne? Ja. Das haben wir schon. Aber oh, hier war... mit den Schneeschuhen kann man noch besser laufen. Ehrlich? Muss auf jeden Fall hier angezogen? Im Schneegebiet eins sein. Ich kann die nicht ausrüsten, kann ich die nicht? Oder habe ich die ausgerüstet? Hast du die überhaupt gebaut? Ja. Mir ist doch mittlerweile relativ kalt. Das war deine Wärmeausrüstung, oder? Ah ne, der hat sie dann gar nicht mehr gebaut, ne? Ne. Ja, dann müssen wir jetzt, dann habe ich keine Ahnung wo.
Gegend ein bisschen absuchen hier. Also ich muss sagen, die Wärme hält sich schön. So, Ausrüstung. Also schon ein Stück weg vom See, oder wie? Ich weiß nur, in der Nähe des Sees und dieser, was ist das? Dieser anderen Area hier, in der Schnee-Area, mehr weiß ich nicht. Okay. Jetzt direkt, oh, hier, komm mal. Direkt im Schneegebiet eins ist. Hm. Nee, hier kommt man nicht weiter hoch. Oh, oh, hier geht's aber tief runter. Ein paar Bäume sind da auf jeden Fall. Bäume. In the forest. Es ist doch gar nicht schwer zu finden. Du hast das schon, ne? Nee, hab ich wirklich noch nicht. Achso. Und man sieht den See, es ist wirklich nah am See dran. Ja, ist hier links auch ein See? Die schon mal im Bach. Weißt du, wie viele Seen es hier in der Mountain Area gibt? Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Ich habe einen Weg. Ich habe einen Weg gefunden, hat auch ein bisschen gedauert. Ansonsten einfach springen, schaffst du schon. Nix. Ich sehe hier einen Teich vor mir. Naja. Also auf jeden Fall gibt es mal mehrere. Wenn irgendwas auf der Map sehen, hier kannst du gar nichts auf der Map sehen, oder? Hier oben. Also hier, wo ich jetzt hinten bin, ist ein Teich wieder. Dann guck mal bei dem Teich, vielleicht ist da was. Hinter euch. Ich hab's. Wow. Oh, ist ja schon offen hier. Ja, ist schon offen gewesen. Und die darf wohl eine halbe Ewigkeit laufen. Scheiße. Warum? Wie weit weg seid ihr denn? Oh, hier laufen mehrere rum. Ja. Wow, muss weg. Laufen da Kannibalen wieder rum oder was? Jupp. Natürlich. Wo waren das? Ah, ich hab's. Muss ich da hin, wo Fluki ist oder wo? Ja. Alter, das ist noch mehr. Oh Mann, hat der es eilig. Ja, ich auch, wenn hier ein paar mich abstechen würden. So, da bist du ja. Ich mal gucken, was hier, wer hier wen absticht. So, jetzt können wir nach Hause. Jo. Würde ich auch sagen. Haben wir alles? Wir haben alles. Haben wir die ganzen Pistolenteile? Eins fehlt noch. Ach so, ja, da, stimmt. Warte mal wieder, müssen wir mal ein bisschen Gas geben, sonst wird das die Folge eine Stunde lang. Ansonsten, okay. Sonst gibt's jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann vielleicht da wieder, wo wir das letzte Teil hoffentlich noch auftreiben können. Nicht, dass wir hier über 2 Stunden gehen. Schon wieder einer, der mich blöd anguckt. Okay, hinter dir. Jetzt vor dir. Beide hinter dir. Oh, oh, wo sind sie? Bin eine Sekunde ins Inventar gegangen, um was zu trinken. Die Säcke. Smitty macht sich wieder davon. Unser Hasenfuß. Ich weiß nicht, was die darum so lange braucht. Ich bin losgelaufen. Ja, ist ja gut, wir sind dort dran. Ist ja gut. Wo seid ihr?
Wo willst du jetzt mit uns hin? Nach Hause. Wir sind doch Haie. Ja, 80 Stück sind hier im Wasser. Können wir einmal sauber machen hier. 80 Haie? Ja. Und die wollen alle nur den Papillon im Hintern beißen. Da machen sie richtig. Wir sind keine Haie, sonst würde ich ja nicht so gemütlich durchschwimmen. Tja, die wollen auch nicht nur mich beißen, weil ich so einen schönen knackigen Hintern habe. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also ich, ja, lieber so, dass sie dich beißen, als uns beißen. Das ist so ungut. Und der Beute hat auch den bequemen Weg genommen hier. Jo. Hier ist ein Zelt, hier könnte man mal speichern. Das nehme ich in Anspruch. Mit Schwung schmeiße ich mich da rein. Denn hier in die Höhle noch mal rein. Ach, der will mich jetzt einer fragt, in welche Höhle müssen wir denn? Da gucke ich blöd. Ja, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Hier in der Gegend rum? Egal, doch, den Flug hieß ich. Wohin ist es, Smitty? Der läuft irgendwie andersrum, wie ich jetzt gelaufen wäre. Schon wieder Rüstung verloren. Ich erstaunlicherweise nicht seit meinem Sturz in der Höhle. Obwohl ich ein paar eingesteckt habe, aber... Sollen wir jetzt nach Hause rennen oder wohin? Mhm. Wir rennen jetzt nach Hause. Du hinter mir beide oder welche Schritte höre ich da? Nein, ich bin hinter dir. Kann ich schon wieder eine Soda trinken? Ja, wir sind doch gleich im Kannibalendorf. Okay. Da gibt's doch hoffentlich wieder Soda ohne Ende. Ja. Wir haben uns aber jetzt hier die romantische Strecke rausgesucht. Und ich komme hier irgendwo hoch. Ah, hier geht's? Nee. Kommen wir hier hoch? Stimmt nicht, eh? Doch. Sehr gut. Bin ich, glaube ich, auch noch nie so richtig gewesen. Oder ich weiß es einfach nicht mehr. Das kann auch sein. Oh. Ah, wir sind am Flugzeug. Oh. Gibt's doch bestimmt noch mal was zu essen für uns hier. Oh, könnte man mal gucken. Ja. Stimmt. Ja, das, was serviert hat. Oh, es regnet, das ist schön. Hoffentlich regnet es auch bei uns in der Base. Oh, den Alkohol, den muss ich aber noch mal mitnehmen. Und noch mal schnell... Irgendwas draus stricken. Seid ihr schon an der Base? Nee, im Flugzeug sind wir gerade. Wie ist denn die Base? Rechts? Wir wollen eh zum Kannibalendorf, wir wollen nicht direkt zur Base. Nur Richtung Base. Weil, wo seid ihr jetzt alle? Wir sind, also Flugi und ich sind beim Flugzeug. Ja. Aufgenommen, ja. Ich bin hier an irgendeinem See. Oh. Naja, Gott sei Dank. Kannibalendorf.
diese Pfeile, die kann man ja auch fast nicht mehr auseinanderhalten, oder? Oh, hier steht so ein Ding zum Speichern. Sind das jetzt normale Pfeile oder sind das Feuerpfeile? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn da ganz rechts für eine Hütte, wo es mitten lang läuft? So, Seid ihr dann schon beim Kannibalendorf oder was? Kann ich auf euch zulaufen? Ich bin noch nicht da. Oh. Da hat's aber einer schwer. Ja, die sind überall Totems. Der Arne hat's ganz schön schwer. So, in der Nähe von Smitty, oder? Hast du dich noch verirrt? Er ist nicht in meiner Nähe, ich weiß nicht, wo er hin ist. Achso, ich sehe euch beide. Ich sehe euch beide auch. Also euch drei. Ich habe zu Smitty gesagt, warte mal. Ja, nichts hast du gesagt, nimmst du mit. Geht über Chicorée rum. Ich glaube ich. Ah, ganz gut, was da haben. Oh. Will einer was von dir, Mane? Du? Verpiss dich hier. Bisschen mit. Hört er da? Nee, noch nicht so ganz. Ich bin da. Aber ich glaube, wir sind Bären oder Wölfe. Oh, gleich. Wir haben auch hier Besuch. Okay. Was? Oh, hier gibt's Sodas. Hatte mir im Flugzeug schon ein bisschen was mitgenommen. Chicoreno. So. Weil diese Tennisspieler hier. Da gibt's auch einen Weg runter. Wart ihr da schon drin? Ja. Oh. Sieht aus, als könnten wir hier dann schon wieder ein Feuerchen machen. Wo seid denn ihr jetzt eigentlich auch da hinten? Lass mal erstmal zu den anderen gehen. Da sind so viele Frauen. Ja, Stammeshäuptling. Wow. Hinter dir, Floki. Kommt denn alle zu mir? Einer für alle hier. Ja! Die eine Braut, die springt sich mal ab hier. Feuer? Scheint schon in Arbeit. Und? Auf den Schnaddel. War noch einer irgendwo? Nee, ne? Den Häuptling quasi, wenn du so siehst. Ach so. Da hat schon eine Biege gemacht. Häuptling Schmalzbacke. So, jetzt sind wir hier im Dörfchen. Halt. Ja. Wir haben gerade seine beiden Frauen umgenietet. Das ist wirklich nicht verstehen. Wer brüllt da nochmal? Da geht's dahin. Oh. Man hört so wieder nur wieder die Knochen einsammeln.
So. Da ist noch einer. Hinter dir. Oh ja. Wo er denn hin? Aber auch. Hat ein bisschen wenig Sonne auch abgekriegt, ne? Der Gutste. Hallo. Mit Angst. Und. Hallo. Ja! Mit der Eierkopf hat mir mal eine Rüstung runtergeprügelt. Ja, doch, ganz schön. Vermöbelt. Na, toll. Und nochmal ein kleiner Tantentransport hier. Kann mir noch was brennen? Jo. Scheiße. Wieder eine Mutantenrüstung weg. Nehme ich nochmal ein paar Tücher mit. Weile kann ich ja leider nicht. Regnet schon wieder. Was ist denn hier los? Sonst regnet es tagelang nicht. Da schmier ich mich gerade mit Matsch ein und was ist? Ja. Ist es. Neues Outfit gefunden. Oh. Habe ich wohl noch nicht eingesammelt. So, bei mir gibt es ja hier auch was Nettes. Bei dir gibt's was Nettes? Ja. Wo du bist? Hier. Ah. Ah. Wo ist denn hier? Ich sehe ihn auch nicht. Hier drüben. Ja, ja, jetzt sehe ich ihn. Ah, sehr gut. Ach da, ja. So. Das letzte Teil. Der Pistole, hoffe ich. Wenn ich das jetzt da irgendwie so einen nackten Arsch ins Gesicht hält. Das war was Schönes für euch. Sehr Wo gut. Wo liegt denn das? Hier drin, im Loch. Im Loch. Ich glaube, ich hatte ja auch nichts. Nee. Oh. Da waren sie noch 41 Schuss. Ah, ich wollte gerade sagen. Ne, mir fehlt tatsächlich noch was. Mir auch. Ach Leute. Nee, jetzt nicht. Och Mensch. Mir natürlich nicht. Oh, no. Würde ich sagen, wie immer. Achso, ja. Ja. Wie immer? Speichern und dann wieder rein, oder was? Jo. So, gespeichert hätte ich. Dann. Zurück zum Hauptmenü. Oder wie? Ja. Haben wir's. So, oh, dann lappen wir mal wieder ein, bitte, Smitty. Lass sie mal wieder rein. Nee, ich. Hast du eben was gemerkt? Ich habe aus Versehen dich, glaube ich, getroffen. Ey. Ey, du hast mir eine Rüstung weggeschlagen. Nee, ehrlich? Ja. War keine Absicht. Ich lade nochmal nach, warte. So. Oh, nee, nee. So. Nee, kann ich gar nicht, sonst. Ja, so geht's. Rechtes Auge. Ja, bitte. Schieß mal. Mann, das ist Munitionsverschwendung. Nein, kannst du verschwenden, komm her. Ich hab eben schon mal auf dich geschossen. Ich hab nichts, ja, weiß nicht. Ich hab grad gespeichert. Nicht, dass ich dich jetzt kille. Nicht schlimm, du jetzt kannst hab mich ich ja auch wiederbeleben. Oh. Oh, hast mir drei Rüstungen runtergeschossen. Ehrlich? du hast ja eben gespeichert, oder? Ja, die zwei Knochenrüstung da. Ah, oh, okay. Ich jetzt sterbe, mach dich dafür verantwortlich. Natürlich. scheint schon ein bisschen was zu bringen, so ein Schuss. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Ich weiß nicht genau. Aber du hattest schon deutlich weniger an, als ich auf dich geschossen hatte. Gut.
Dann würde ich sagen, in dieser lauschigen, an diesem lauschigen Eck, ich habe übrigens gesagt, ne, Klippe und Bäume, hatte ich doch recht. Ja, Gott sei Dank gibt es davon auch nicht so viel. Machen wir mal Schluss für diese Folge. Die Pistole haben wir zusammen. Den modernen Bogen haben wir auch gekriegt. Ach, tatsächlich. Da sind wir mal ganz gut aufgestellt für die nächsten Folgen. So. Freut mich sehr über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Peace. Okay.